besonderer Kulturgenuss fand am 21. Juli 2019 im Mart statt. Die ukrainische Folkloregruppe Syriza begeisterte die zahlreichen Besucher im Pfarrgarten. Mit Musik, Gesang und verschiedenen Tänzen unterhielt die Gruppe die Gäste. Über 40 Personen waren aus der Ukraine nach Marz gekommen, um ihre traditionellen Tänze aufzuführen. Die Besucher waren begeistert und wir haben auch erfahren, wie diese tolle Aufführung zustande gekommen ist. Den Ehrengästen, mit denen man Freundschaft schließen will. Die Ehrengäste küssen das Brot kurz und nehmen dann ein Stückchen heraus, tauchen es in Salz ein und zeigen damit, dass auch sie Freundschaft schließen wollen. Herr Scheiber, Frau Scheiber, grüß Gott. Wir haben heute hier eine ukrainische Tanzgruppe. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie kommt man überhaupt zu einer ukrainischen Tanzgruppe für Marz? Ja, das ist alles Zufall. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Wir waren in Polen auf einem Erntetankfest und da sind verschiedene Gruppen aufgetreten, aber die Gruppe Susiria, die jetzt hier ist aus der Ukraine, das war eine der besten. Und da haben die Bauern so Stände gehabt, wo sie ihre Produkte verkauft haben. Wir stellen uns zu so einem Stand und plötzlich kommt da der Manager daher. Meine Frau, die ja Polin ist, fängt zum Reden an mit ihm und haben uns angefreundet und dadurch ist dieser Kontakt entstanden. Naja, aber das war schon vier Jahre zurück. Ja, sie sind zu uns gekommen zum 8. Das war eine kleine Gruppe, ein bisschen tanzen, Geigerin und haben sie bei uns gewohnt. Geschlafen, gegessen, drei Tage lang. Ja. Und ich bin Polin. Mein Mann hat gesagt, das ist schon zu wenig Zeit, die kommen gleich, das schaffen wir nie, diese Konzerte alles machen. Und haben wir Konzert gehabt in der Schule hier im Marz und ihr Altersheim, würde ich sagen, nicht Altersheim, das heißt Pflegeheim in Mattersburg. Wir waren begeistert. Und Herr jetzt, Manager. Jetzt haben wir dann die ganze Gruppe mit den Kindern eingeladen. Wie viele Personen sind die ganze Gruppe? 41 Stück. Und die haben wir alle, alle untergebracht, privat untergebracht. Nicht alle bei euch. Acht Stück bei uns. Aber die anderen überall Bekannte. Wir haben ein leeres Haus gekriegt, da habe ich dann Stockbetten reingestellt. Und so haben wir die 41 Personen alle untergebracht. Die sind also in der ganzen Ortschaft verteilt. Ja, genau. Ja. Und habt ihr ein Programm für die Gruppe, so wie da Burmia und Tour? Ja, Burg Forchtenstein, dann Wien, waren sie ganz Wien, Tag ja, in Wien. Ja, sie waren einen Tag in Wien, haben sie Wien angeschaut. Und in Rohrbach? Ja, bei Rohrbach. Ja, sie waren auch begeistert. In Naturteich. Naturteich waren sie begeistert.
Ja. Und wird sie auch mit einer Gruppe nach der Ukraine fahren? Ja, kann mal sein, dass man, ich bin bei zwei Chöre dabei, dass man da, wenn da ein Festival ist oder irgendwas, dass wir dann nochmal dort einen Gegenbesuch machen. Genau. Das haben wir schon vor, dass wir einen Kontakt pflegen. Nicht? Ja. Und haben Sie mich nach Essen gefragt, was ja. Wo essen die Leute? Wo essen die Leute? Ja, danke. Sie essen bei uns. Alle? Alle, ja. Nur zusammen 43. Ja, 43. 43, ja, genau. Und Sie kochen? Sie haben keine Zeit gehabt. Und was gibt es da zum Essen? Na, Frikadellen zum Beispiel. War riesige Thema, Gulasch. Das ist typisch. Das ist Kraut, das heißt, ja. Mit viel drinnen, Pilzen, dann ja, Tomaten und Wurst und Zwiebel. Und ähnlich Sägetinger. Viel Arbeit, aber schmeckt wunderbar. Und nur Schnitzel habe Sie gegessen. Und Sie haben gesagt, wir müssen Schnitzel probieren. Das gehört zum Österreich. Da waren wir vom Bürgermeister eingeladen. Ja, genau. Da war die ganze Gruppe eingeladen. Zum Schnitzel. Bei Scheiber, ja, eine vom Besten. Aber richtig, alle sind sehr gut. Restaurant meine ich. Alle machen Spitze essen. Und eine ist nicht so gut für mich. Zu viel. Zu viel. Ganz einfach zu viel. Es gibt immer zu viel. Sie haben Augen gemacht. Wow. So ein Schnitzel. Ich sollte das allein essen. Und die Kinder so. Nein. Aber ja, hat geschmeckt. Das ist die Hauptsache. Ja. Dann sage ich einmal danke für die Information. Viel Spaß noch mit der Gruppe und vielleicht ein Gegenbesuch auch sonst mit dem, was wir haben. Wir haben schon Spaß gehabt gestern und das ganze Gruppe haben wir gestern das erste Mal gesehen in Sauerbruch. Und war begeistert. Das ist Wahnsinn, das machen die Kinder, aber Sie werden sehen. Sie zeigen sich. Gut, wir sind danke. Schon neugierig, ob ja. Sie vorstehen. Danke. Diese Geige hat etwas ganz Besonderes, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und zwar wurde sie aus Holz gemacht, und zwar von Bäumen, die vom Blitz getroffen wurden. Also nur von solchen, da die anscheinend ein besonderes Holz haben. Und der nächste Tanz wird von Susiria vorgeführt, und zwar ist es der Kosakenstolz. Моя Україно, Волинь і Поділля, Донбас, Придніпров'я, Карпати і Крим, ти сильна й багата, моя Україно, у тебе мільйони найкращих синів козаків. Моя Україно, це наші діди написали шаблями, хоч кров'ю скропилась, полита сльозами, та світлом Христа засіяла над нами. Єднаймося ж, браття, у дружну родину, щоб разом розправити вольниці крила. Я вірю, вітчизно, ти станеш на ноги, і щастя затмить всі печалі й тривоги, щоб в злагоді жити
і батьку, і сину, піднявши до світла вітчизни вітрила. Frau Olga, von wo kommen Sie? Skąd pani pochodzi?
Ja jest będę mówić po ukraińsku lub po polsku, nie wiem, lepiej po polsku, bo pani rozumie polski język. My jesteśmy z Ukrainy, z zachodniej części Ukrainy, Ternopilskie i Chmielnickie województwo. Sie kommen aus der Westukraine, dieser Teil heißt Ternopil und ja. Wer hat Sie eingeladen oder wie ist das zustande gekommen? Dlaczego Pani tu przyjechała i z jakimi intencjami, kto Panią zaprosił? Przyjechaliśmy tutaj dlatego, żeby poznać Wasz kraj, poznać Waszą kulturę i również pokazać swoją kulturę ukraińską. A zaprosili nas rodzina, nie wiem jak nazwisko Pani Augusta i Pani Marioli, ale to jest nasi przyjaciele i bardzo nam miło, że oni tutaj nas przyjmują. Eingeladen haben Sie die Freunde, der Gustav und die Mariola, die weiß leider nicht, wie die mit Nachnamen, aber die kennen sich halt sehr lange schon. Und gekommen sind sie, dass sie ihre Kultur mit unserer Kultur vergleichen und natürlich uns was bieten können. Und wie gefällt es Ihnen im Burgenland? Jak Pani się podoba w Burgenlandzie? Jak tu przyjęli ludzie Pani serdecznie? Bardzo, bardzo nam podoba się i dzieciom, i dorosłym, dlatego że jest naprawdę bardzo serdecznie otwarty ludzie. Bardzo nam tutaj podoba się ustrój Wasz w ogóle, jak mieszkacie, jak przyjmujecie nas, bo jesteśmy szczęśliwi od tego, że możemy tutaj być razem z Wami. Sie ist immer glücklich, dass sie hier sein dürften, wenn die Leute sind total freundlich und sehr offen und wie sie hier wohnen im Burgenland gefällt ihr sehr, sehr gut und sie ist dankbar, dass sie da sein darf mit ihrer Gruppe. Dann sage ich noch vielen Dank fürs Interview und noch einen schönen Aufenthalt. Dziękuję Wam bardzo za to, że Pani coś powiedziała i że za ten interview, za tą konferencję i że życzę Pani, żeby tu się Pani dobrze czuła jak u siebie w domu. Dziękujemy bardzo, dziękujemy i zapraszamy w Ukrainę. Sie bedankt sich mit ihrer Gruppe und ladet Österreich nach Ukraine. Könnt Lieber Dance, lieber Vater, liebe Mutter. Дякую!
ist die Gruppe Viva Dance gesehen. Und die Solistin im Vordergrund ist die 5 Jahre alte Tochter der Gruppenleiterin, Anna. Thank you.
Czerwona. Pierwsza bystra woda, pierwsza woda, klimata i kilka. Oni widzi woda tak szybko, jako szyja do jedna kilka. Oni widzi woda tak szybko, hej, hej, hej. Oj, zapadnie, chcę bądź na to wiele wody. Czerwona znalazł pyszmo, i czerwona nie znalazł pyszmo. Hey, da da 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 hey. Oh, it's a place that we're not willing to. We should have done this last November. Hey.
sind Ukrainer. Herr Bürgermeister, heute ukrainischer Abend sozusagen im März. Wie hat es Ihnen gefallen? Ich glaube, es war sensationell. Alle Besucher, die hier waren, sind wirklich sehr gut unterhalten worden. Mit Gesang, mit Musik, mit Tanz, Folklore und lateinamerikanische Tänze, aufgeführt von ukrainischen Kindern. Ich glaube, das hat wirklich für sich selbst gesprochen. Alle, die hier waren, haben das mit sehr großem Applaus auch honoriert. Was glauben Sie, sagt Ihre Frau dazu, wenn Sie mit jungen, hübschen ukrainischen Mädchen auf der Bühne tanzen? Ich glaube, dass meine Frau mich schon so lange kennt und ich bin schon so lange mit ihr zusammen, dass ihr das sicherlich nichts ausmacht. Möchte aber schon betonen, dass sie sehr, sehr hübsch war, meine Tänzerin. Besten Dank. Und wenn wir wieder zur Veranstaltung sind? Ich hoffe, dass sich die Familie Scheiber, die Maria und der August auch weiterhin engagieren. Und dann bin ich sicher, dass die ukrainische Folkloregruppe nochmal zu uns nach Österreich und hier nach Marz kommen wird. Чисту воду.
Runde bei Olga Danasiuk. Bei Roman Enrich und Olga Selska. Wir bedanken uns bei den Künstlerinnen und Künstlern der Gruppe Viva Dance, die uns nach Lateinamerika geführt haben, und bei der weiteren Julia Kuchturm und ihrer kleinen Tochter, wo ist sie, bei Anja. Und wir bedanken uns sehr herzlich auch bei der Familie Kostitska, bei der großartigen Violinistin, bei Natalia, die wunderbar singt, beim Herrn Direktor, der ist Operator von Theater, und bei der Tochter Sophia, die aufgesungen hat. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich dem Herrn Pfarrer, der es ermöglicht hat, dass wir hier auftreten durften. Bravo! Herr Bürgermeister, der uns unterstützt hat. Aber ganz besonders Maria und Gustl Scheiber. Bravo! Ihnen und Ihren großartigen Einsatz, Ihren unermüdlichen. Und ich kann nicht.